Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Livestream-Event in Vorbereitung auf den Welt-Tai-Chi- und Qigong-Tag 2023. Ich bin Sascha Lewin-Behrens. Ich bin seit einigen Jahren aktives Mitglied bei der Bundesvereinigung Tai-Chi und Qigong. Und wenn euch das Projekt hier gefällt, dann abonniert auch gerne unseren Kanal, lasst auch gerne ein Like da und empfehlt die Seite auch gerne weiter. Ja, das Thema heute ist Essenz, Qi und Geist. Der eine oder die andere kennt das sicherlich aus der Tai Chi und Qigong-Praxis. Manche haben es vielleicht nur mal gehört. Das ist irgendwie auch ein Begriff, aber man weiß vielleicht nichts Konkretes. Hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass es sehr, sehr vielfältig und sehr, sehr umfangreich ist. Wir wollen heute mal aus verschiedenen Perspektiven auf dieses Thema schauen. Wir kennen das auch unter diesem Begriff Jing, Qi und Shen oder Himmel, Erde, Mensch oder die drei Schätze. Und als erstes freue ich mich jetzt drauf, mit Gisela Hildenbrand von der Medizinischen Gesellschaft für Qigong Yangshan einen Blick auf dieses Thema zu werfen in Bezug zum Spiel der fünf Tiere. Gisela, komm doch mal zu mir mit ins Video. Hallo, herzlich willkommen, Gisela. Warte mal, noch nicht die PowerPoint anmachen. Wir wollen uns erst noch kurz unterhalten. Entschuldigung. Warte, ich mach's aus, kein Problem. Gut, Entschuldigung. Ja. Gisela, du bist eine Dozentin und Mitbegründerin der Medizinischen Gesellschaft für Yangshan. Erste Frage an dich: Wann habt ihr euch gegründet? Seit wann gibt es euch und wieso? Also es gibt uns seit als Gesellschaft seit 1991. Und gegründet haben wir uns vor lauter Begeisterung für Qigong. Das kann man sich ja vielleicht vorstellen. Wir hatten das große Glück, auch jahrelang mit Professor Jamuri lernen zu dürfen. Und dann kam so der Wunsch, das vielleicht ein bisschen organisierter zu tun und haben diese Gesellschaft gegründet. Und die hat das Ziel, dieses System, was Professor Zhao aufgestellt hat, mit vielen, sehr viele Methoden enthält und eben auch einen theoretischen und kulturellen Umbau, dass wir dieses System erhalten und auch weitergeben möchten. Das war die Begründung und das ist jetzt schon 30 Jahre her und die Begeisterung hat noch nicht nachgelassen. Das ist sehr schön. Jetzt verbinde ich mit Yangshan eigentlich erstmal hauptsächlich viele kleine Übungen, die ich unter dem Begriff Lebenspflege kenne, also beispielsweise so, sich strecken, dehnen, Klopfmassage. Kannst du mir vielleicht nochmal und auch allen, die zuschauen, ein bisschen mehr erläutern, was ist denn das Besondere an diesem System Yangshan? Ja, also in dem System Qigong Yangshan sind Qigong-Übungen vereinigt, so in ein gesamtes System gestellt. Und warum heißt es Qigong Yangshan? Das hatte den Grund, ihr wisst ja alle, dass Qigong ein ganz neuer Name ist. Der ist 60 Jahre alt und ist gegründet oder ist beschlossen worden von einem Gremium in einer schwierigen Zeit, wo Philosophie, Künste und so weiter nicht in sehr freier Form ausgeführt wurden dürfen. Und damit ging auch vieles verloren, was in Qigong eigentlich wichtig war, nämlich der kulturelle Hintergrund, auch der philosophische Hintergrund zum Teil. Und diese Übungen, die hießen ja früher anders. Die hießen Spiel der fünf Tiere oder sechs Laute oder Übungen zur Aufnahme von Qi. Es gibt tausend Namen dafür. Und es gab noch nie ein Dach drüber. Jetzt gibt es dieses begriffliche Dach Qigong. Warum hat man das gewählt? Es war eine Zeit, die sehr natur wissenschaftlich begeistert war in China. Man musste alles beweisen und messen. Und dann hat man es mehr oder weniger als fünfte Säule der chinesischen Medizin bezeichnet und als solches auch weitergetragen. Die ersten Bekenntnisse hier kamen, das ist eine medizinische Technik, genauso wichtig wie Akupunktur. Dass es einen philosophischen Hintergrund hat, dass es eine ganz allgemeine Geschichte der Selbstkultivierung oder des Versuchs der Selbstkultivierung, sagen wir mal so, ist. Das wurde damals nicht mit überliefert. Und Professor Zhao hat dann beschlossen, dieses System, was er eben hat, so zu nennen, weil das erste Mal, dass dieses Wort Yangshan überhaupt in der chinesischen Sprache vorkommt, ist beim Philosophen Zhuang Zi. Und da ist eigentlich eine Lebenseinstellung damit beschrieben, wie man das Leben pflegt. Da ist keine Übung drin, sondern eine geistige Einstellung und ein geistiger Hintergrund.
Und außerdem hat das diese lange Geschichte. 400 vor Christus bis heute macht man diese Übungen. Aber er wollte sagen, da gehört eine lange Geschichte, ein großer geistiger Hintergrund. Essenz, Chi und Geist, sagen wir, das gerade ist damit auch gemeint. Ja, da haben wir ja auch nochmal diesen Bezug zu diesem Thema Essenz, Chi und Geist, die drei Schätze. Du hast es gerade auch nochmal angesprochen, das Thema der Kultivierung. Ja, oder es wird ja unter anderem einmal der Weg des Himmels betrachtet, wo wir uns über Jing, Chi hin zu Shen kultivieren. Und im Gegenzug da der Weg der Erde, wo wir uns von Chen über Qi wieder zu Jing kultivieren und das Ganze im Kreislauf betrachtend so eine Art ja, philosophisches System auch ist, was unseren Übungen zugrunde liegt. Gisela, warum habt ihr diese Übung der fünf Tiere ausgewählt? Was ist für euch das Besondere daran oder was ist das Passende für euch? Ja, wir haben sie ausgewählt, weil sie ein sehr lebendiges, vielfältiges Geschehen sind und gerade diesen Aspekt von Geist, also geistiger Hintergrund. Die Tiere, das werden wir noch sehen, sind oft Vorbilder für geistige Haltung, geistig-psychische Haltungen auch. Sie kommen in der chinesischen Mythologie vor, sie kommen in der chinesischen Philosophie und Kunst vor, also allem, was den Übungen Nahrung gibt. Eben als Ergänzung vielleicht auch zu dem, was damals als allererstes nach Europa kam. Es ist eine medizinische Technik, dieser Akupunkturpunkt wird gedehnt und dann ist das gut. Aber wenn man ein Tier darstellt, wenn wir noch sehen, dann sind noch viele andere Dinge mit gemeint. Ja? Und das war vielleicht ein Grund, aber wir hätten genauso gut alle anderen Übungen aussuchen können, sind alle schön. Gut, dann tauchen wir jetzt mal als erstes ein in deinen Vortrag, den Einführungsvortrag zum Spiel der fünf Tiere. Im Anschluss sehen wir dann ein Übungsvideo und es gibt natürlich noch eine Live-Übung, aber da kommen wir dazu. Schauen wir uns jetzt erstmal deinen Vortrag an, liebe Gisela. Jetzt darf ich Teile mal den. deinen Bildschirm, genau. Erstes Grün. Ja, danke dir. Kann Ist das jetzt losgehen. schon gut? Ist perfekt, kann losgehen. Okay. Ja, dann auch nochmal herzlich willkommen natürlich von unserer medizinischen Gesellschaft zu dieser Stunde mit dem Spiel der fünf Tiere. Oh, ich wollte jetzt die nächste Folie. Das funktioniert aber noch nicht. Funktioniert noch nicht. Soll ich nochmal die Freigabe stoppen, oder? Probier mal eine andere Taste, eine andere Pfeiltaste. Es bleibt bei diesem ersten Bild stehen. Und guck mal mit der Maus am unteren Bildrand, da war vorhin noch mal so ein Menü eingeblendet, wo du weiterschalten kannst. Nein, leider ist da nichts. Sie befinden sich in der gemeinsamen Bildschirmnutzung. Freigabe stoppen. Das steht da drüber. Soll ich nochmal anfangen von vorne? Ich weiß nicht, wie ich Probier's jetzt mal. weiterkomme. Ich mache das nochmal zurück. Machen. Ah. Ja, jetzt funktioniert's. Jetzt seht ihr das zweite Bild? Genau, jetzt ist die zweite Folie zu sehen. Okay, gut. Also, 3600 Methoden des Qigong gibt es, so sagt man in China. Natürlich eine fiktive Zahl für Unzähliges, Unzählbares. Beachtet man aber die Methoden von ihren Inhalten her, so spielt bei einem ganz großen Teil die Nachahmung von Phänomenen der Natur eine große Rolle. Das resultiert aus der Grundannahme aller philosophischen Schulen in China, dass Mensch und nichtmenschliche Natur nach denselben Gesetzen existieren. Mensch und nichtmenschliche Natur neigen aber dazu, sich auseinander zu bewegen. Der Mensch neigt dazu, Gesetzmäßigkeit nicht zu beachten, nicht zu kennen und sogar sich darüber zu erheben, was natürlich zu seinem Schaden ist. Rückkehr ist die Bewegung des Dao
so heißt es im Anhang des Buches I Ching. Und Rückkehr wird auch im Daoismus bezeichnet, jede Art von Selbstkultivierung. Es ist eine Rückkehr. Ja, wozu wird rückgekehrt? Zur Natürlichkeit oder man sagt zur Lehre oder zum Dao. Auf jeden Fall zu den Gesetzen, die die Natur vorgibt. Die Natur ist der Lehrmeister. Und dies gilt für Qigong, aber auch für alle Künste, Kalligraphie, Dichtung, Malerei, deren Genuss und Ausübung auch Pflege des Lebens ist. Die grundlegendste und auch leicht zu sehende Gesetzmäßigkeit ist ja das Erscheinen von Polaritäten. In China sagt man Yin und Yang. Es sind Gegensätze, die einander ergänzen, wie Wasser und Gebirge. Und im ersten Buch der chinesischen Medizin oder im ersten Klassiker Huang Di Neijing stehen ja schon vier Eigenschaften von Yin und Yang drin. Sie begründen einander, sie wandeln sich ineinander, sie werden und vergehen gemeinsam. Der Gütige liebt die Berge, der Weise liebt das Wasser. So sagt Konfuzius in seinen Gesprächen. Und es gibt wohl keine Qigong-Übung, in der nicht das Wasser, seine Weichheit, sein Fließen und keine Übung, in der nicht die Stabilität und die Ruhe eines Berges Vorbilder wären. Dass gerade Tiere neben Wasser und Gebirgen, neben Kiefern und Bambus zur Nachahmung empfohlen werden, erklärt sich unter anderem aus der Stellung der Tiere. Der konfuzianische Philosoph Xunzi fasst das kurz zusammen. Er sagt, Steine haben Qi oder bestehen aus Qi, Pflanzen haben Qi und Leben. Tiere haben Qi und Leben und Wissen, also schon geistige Gehalte. Und Menschen haben Qi, Leben, Wissen und Rechtschaffenheit. Damit ist gemeint, er hat schon als einziges Wesen auf der Welt die Fähigkeit, sich sittlich zu verhalten im weitesten Sinne. Tiere stehen dem Menschen aber schon ganz nah. Und entsprechend spielen sie eine ganz große Rolle in der Mythologie, den Legenden und Erzählungen, die die ganze chinesische Kultur prägen. Und diese wieder prägen die Übungen des Qigong. Die chinesische Kultur mit ihren Mythen und Erzählungen ist Nahrung für das Ausführen von Spielen der Tiere. Was sind Tiere in China? Zunächst einmal sind sie den Raum ordnend. Wir bewegen uns ja in Zeit und Raum. Da spielen die Tiere schon eine Rolle als die vier Richtungstiere für Ost und West, für Nord und Süd. Aber auch das zweite wichtige Phänomen im Leben, die Zeit. Als Tiere des Kalenders ordnen sie die Zeit in 12 Rhythmen, 12 Jahresrhythmen oder dann nochmal 5 mit Wandlungsphasen, 60 Jahresrhythmen. Und ich denke, viele von uns wissen ja auch, in welchem Jahr sie geboren ist, hat sich inzwischen viel rumgesprochen. Im Moment leben wir gerade im Jahr des Hasen und das ist für uns als die sich kultivieren wollen, sich umwandeln wollen, verfeinern und verschönern wollen, ganz besonders wichtig. Denn hier denken wir an den Mondhasen. Und was macht der? Der rührt im Mond das Elixier des langen Lebens oder das Elixier der Unsterblichkeit. Er tut das schon sehr lange. Dass diese Zuordnungen auch heute noch ganz lebendig sind, sehen wir daran, dass auch in der modernen Kunst diese Jahrestiere natürlich nachgebildet werden. Ai Weiwei hat diese große Bronzen gegossen, die gingen um die ganze Welt. Und in einer kleinen Ausflug zu Andy Warhol hat er selbst dann auch einen bunten Hasen noch dazugefügt. Schon in der Tang-Zeit wurden diese Dinge, die den Menschen bestimmen, nämlich Zeit und Raum, in einem sehr schönen Kunstwerk zusammengefasst. Das ist die Rückseite eines Bronzespiegels. Das waren dann hochgeehrte Kunstschätze um einen Kreis. Denn wir wissen ja, das Zyklische spielt in China eine ganz große Rolle. Um einen Kreis ordnen sich die vier Richtungstiere und die 12 Jahrestiere. Die Tiere aber nicht nur bestimmend für die Außenwelt des Menschen, sondern auch für seine Innenwelt. Nehmen wir zum Beispiel das Xiuchen Tu, das ist die Karte zur Kultivierung der Vollkommenheit, ein Meditationsvorlagebild aus dem alten China. Es gibt jetzt ein Buch von Catherine Despeu, wo das ganz genau beschrieben ist. Und da wird der menschliche Körper schon dargestellt als bewohnt von vielen Tieren, zum Beispiel die Körpergottheiten, die stellvertretend stehen für die Funktionskreise. Hier sehen wir den zweiköpfigen Hirsch als natürlich für die zwei Nieren oder den roten Phönix oder roten Vogel für das Herz. Und für die Leber haben wir den grün-blauen Drachen als Symbol.
Also Tiere allenfalls. Und wenn wir in die Literatur und Geschichte Chinas gucken, dann können wir zurückgehen vielleicht zu einem der ersten großen Bücher, der Klassiker, Buch der Lieder. Und das Buch der Lieder, 305 Gedichte sind dort versammelt, beinhaltet über 100 Tiere, die schon genau beschrieben worden sind, die eine große, große Rolle für die menschliche Psyche und für die menschliche Verbindung mit der Natur spielen. Konfuzius soll dieses Buch zusammengestellt haben aus Tausenden von Liedern, die schönsten 305 hat er ausgesucht, und seitdem sind sie überliefert. Und er sagt: Meine Schüler, warum lernt ihr nicht die Lieder? Man lernt viele Namen von Vögeln und Tieren, Kräutern und Bäumen kennen. Das heißt, man lernt die Natur kennen. Der sagt weiter: Wenn man die Lieder nicht lernt, was hat man dann zu reden? Der stellt fest: Wecken durch die Lieder, wecken durch die rhythmische Sprache, durch Reim und Rhythmus, festigen durch die Riten. Riten, das ist das rituelle Verhalten, wie wir das in Qigong-Übungen ja in der Wiederholung der Formen immer machen. Und vollenden durch die Musik. Musik ist Freude. Und Freude, ohne Freude sein, das kann der Mensch nicht tragen. Doch mit der Freude kann er nicht umhin, in Klängen und in Tönen sich zu äußern und mit Bewegung und mit Ruhe sie zu formen. Wir sind also angelangt beim Tanz der Tiere. Tanz der Tiere oder Spiel der fünf Tiere. Kurz zur Geschichte. Wir hatten ja schon gesagt, die erste Erwähnung des Yangcheng geschieht bei Zhuangzi, der schon sagt: Recken wie ein Bären, strecken wie ein Vogel, dann wird man alt wie Meister Pong. Der ist nur 800 Jahre geworden, aber immerhin. Dann das Mawangdui-Bild, das kennen sich ja alle, das Seidenbild, 44 Figuren, 9 davon sind Nachahmung von Tieren. Und dann, was für uns ganz wichtig ist, 400 Jahre später wieder, Kuerten, dieser große Arzt in China, der als einziger und erster die Chirurgie ausgeübt haben soll, der sagt: Alle Menschen lieben Bewegung, doch sie erlangen darin nicht Vollkommenheit. Und ich kürze das jetzt ganz ab. Ich habe aber ein Spiel von fünf Tieren. Und wenn man das ausübt, dann, ja, ich sage es auch mal ganz kurz, sind alle Krankheiten vorbei. Ja, das sind solche großen Aussprüche. Aber seitdem gibt es dieses Spiel der fünf Tiere. Und hier nochmal der Huatong, dieser große Meister, wie er gerade einem Affen zuguckt und dessen Bewegungen nachmachen möchte, die dann so zur Gesundheit führen können. Hier der große Arzneikönig oder Arzneigott, sagt man auch, Sun Zimiao in der Tang-Zeit, also im 7. Jahr, 8. Jahrhundert. Und er wird hier auch mit Tiger und Drachen dargestellt. Und er sagt: Arzt kann man sich nur nennen, wenn man Akupunktur, Kräuterheilkunde, Ernährung, Exorzismus und Übungen des Daoyin, hat man damals gesagt, nämlich 6 Laute, Spiel der 5 Tiere und 8 Brokate unterrichten kann. Sonst darf man sich schon mal gar nicht Arzt nennen. Nun, für das Spiel der 5 Tiere gelten selbstverständlich alle Regeln, die auch sonst für die Übungen gelten. Und da kommen wir zu den Begriffen Essenz, Qi und Geist. Die Essenz wird ja oft vergesellschaftet mit dem Funktionskreis Niere, was das vitale Leben mehr ausmacht. Geist natürlich mit allen seelisch-geistigen Fähigkeiten und Ausprägungen. Und Qi, das ist die Bewegung, die alles beides verbindet. Das ist eine Interpretation. Und die werden, wie du schon gesagt hast, die drei Schätze genannt, mit denen jeder arbeitet und die auch jedem zur Verfügung stehen. Wir sehen hier im Tanz des Kranichs und hier zwei Tiger, die miteinander kämpfen. Also die allgemeinen Regeln, die Aufmerksamkeit ist im Dantian, die Vorstellung führt die Übung stets an, jede Bewegung geht in vier Richtungen, ist natürlich in jeder Übung enthalten. Was ist das Besondere nun am Spiel der fünf Tiere? Es sollen zu den ganzen Anforderungen des Qigong noch Dinge hinzugefügt werden oder besonders geübt werden, nämlich die vier Eigenschaften. Das einfache Qi, wie man sagt, Qi einfach die Eigenschaft, ja, ist ja nicht. Das wilde, unbefangene Qi, also wild und unbefangen sein, das Grazile, also ein ästhetischer Genuss und vor allem das Geistige, das sogenannte Ling Qi. Also in den alten Texten ist ja häufig die Kultivierung des Geistes an allererste Stelle gestellt. Und dieser Wunsch nach Langlebigkeit, Gesundheit und sowas ist natürlich da, aber war nie im Vordergrund oder selten im Vordergrund. Ja, diese vier Qi
sollen also zum Ausdruck gebracht werden im Spiel der fünf Tiere. Nun, eine ganz wichtige Forderung beim Spiel der fünf Tiere und insgesamt bei den Methoden des Qigong Yangcheng war, jede Form, jede einzelne Form soll in sich vollständig sein. Wie können wir das zum Beispiel beim Spiel der fünf Tiere bewerkstelligen? Wir haben verschiedene Handhaltungen, jedes Tier Tigerpranke oder die Bärentatze oder die Kranichklaue. Und immer sind alle fünf Finger in ganz spezieller Weise zu bewegen. Und wo Finger sind, sind Zehen. Und wenn wir alle diese 20 Dinge zusammendenken, dann haben wir die Anfangs- und Endpunkte der Leitbahn. Das ist auch nicht ganz spezifisch für das Spiel der fünf Tiere, aber kann hier in besonderer Form vielleicht geübt werden. Weiterhin ist es natürlich wichtig, Polarität, diese Urgesetzmäßigkeit des Lebens zu zeigen. In den Tieren, der Vogel ist natürlich das Yang, das nach oben strebt, der Tiger auf der Erde das Yin, aber in jedem Tier selbst ist Yin und Yang zu praktizieren. In der Tapsigkeit des Bären ist innere Gewandtheit. In der äußeren Flinkheit des Affen ist eine tiefe innere Ruhe. Oder wie Stürme die Lüfte durchfegen, so können sich Tiger bewegen. Aber wie uns die Mondnachtstille band, so ist die Ruhe des Tigers bekannt. Oder schwerelos schwebt der Kranich hoch in den Lüften. Kiefern gleich steht der Kranich am irdischen Punkt. Also die Yin- und Yang-Differenzierung in den einzelnen Tieren schon enthalten. Und noch etwas, was ja wichtig ist im Qigong, die Ruhe. Die ist immer ganz wichtig. Ein Qigong-Zustand wird nach dem Zustand der Ruhe auch beurteilt. Bei den Tieren, da haben die Ruhen Klangfarben. Es gibt nicht nur eine Ruhe. Die Ruhe des Kranichs kommt aus der Sorglosigkeit. Er ist weit weg vom Staub der Stadt, sorglos im Himmel. Die Ruhe des Tigers ist die Ruhe der Furchtlosigkeit. Er ist der König der Tiere. Alle anderen haben Respekt vor ihm. Die Ruhe des Hirschen ist eine entspannte Ruhe. Am Waldrand blickt er in die Weite. Die Ruhe des Bären ist behäbig, gesetzt, wie von einem Menschen, der auf beiden Beinen feststeht. Und die Ruhe des Affen ist eine tiefe innere Ruhe, die ihm die flinke Lebendigkeit überhaupt erst erlaubt. Nachgeahmt werden beim Affenspiel ganz besonders Geschehnisse aus einer Legende. Und hier finden wir die Verbindung wieder zur Kultur. Legenden, Geschichten sind in diesen Übungen eingebaut. Also wenn man die Literatur kennt, die Malerei, die Künste, das ist die Nahrung für diese Übung. Dann sind sie beseelt. Und hier wird also nachgeahmt der Affenkönig Sun Wukong, der als Strafe für zahlreiche Vergehen eine ganz große Aufgabe erhält, nämlich heilige Schriften aus Indien nach China zu holen. Er meistert diese Aufgabe und erlebt eine Läuterung seines so ambivalenten Charakters. Natürlich ist gemeint der unstete menschliche Geist, das Herz des Menschen. Es ist also eine große Reise der Selbstkultivierung, die hier erzählt wird. Und diese ganze Reise in den Westen, übrigens in 1700 Seiten, jetzt auch in Deutsch ganz vollständig übersetzt, ist Nahrung. Wenn man das Buch gelesen hat, hat man sozusagen einen Qigong-Übungsweg mitverfolgt. Und vielleicht zum Schluss noch etwas ganz Wichtiges für das Spiel der fünf Tiere. Es heißt Spiel. Und früher hieß es Tanz. Und es heißt nicht Übung. Mit Spiel verbinden wir Lebensfreude, Leichtigkeit, Entspannung. Bei allem Lernen des großen Sachgebietes Qigong und Yangcheng, bei allen Übungsanforderungen und hehren Zielen von Qigong, soll doch die Unbefangenheit, die Leichtigkeit, die Absichtslosigkeit jede Übung krönen. So viel und jetzt zum Mitüben. Vielen herzlichen Dank, Gisela, für diesen Einführungsvortrag. Dann gehen wir jetzt direkt weiter. Vincent, ich bitte dich, mal das Video, das Spiel der fünf Tiere abzufahren und zu Hause oder wo auch immer ihr gerade, von wo aus immer ihr auch zuschaut, ihr seid herzlich eingeladen, mitzuüben. Das Spiel des Bären.
Wir beginnen mit dem natürlichen Stand. Die Fersen sind leicht geschlossen, die Füße etwas geöffnet. Wir stehen auf der Erde, oben der Himmel und dazwischen unsere Längsachse mit der Mitte, mit dem Dantien. Wir beginnen mit einer Vorbereitungshaltung, stehen wie eine Kiefer. Den rechten Fuß gerade ausdrehen, das Gewicht aufs rechte Bein, das linke Bein leer, den Schritt schulterbreit öffnen, das Gewicht auf beide Beine verteilen. Wir lassen das Becken sinken, Steißbein Richtung Fersen, in den Hüften, in den Knien, in den Füßen, leicht Bewegung. Die Arme um die Mitte herum öffnen, nach außen etwas aufspannen, nach innen sammelnde Kraft, die Arme bilden einen Kreis. Wir stehen wie die Kiefer, kräftiger Stamm, Wurzeln, den Wipfel zum Himmel und der Wind spielt in den Kiefernadeln. Die Aufmerksamkeit ist im Dantien gesammelt. Wir gehen zurück zur natürlichen Haltung, den rechten Fuß öffnen, den linken dazu schließen, die Hände im Kreisbogen vor die Mitte nehmen. Der Schritt des Bären. Der Bär ist kräftig, steht fest auf der Erde, hat eine starke Mitte. Die Hände sind Hohlfäuste, um üppige Tatzen herum eingerollt. Wir beginnen mit dem Schritt nach links. Das Gewicht geht nach rechts, wir sinken ein bisschen, ein tapsiger Schritt, wie durch Lehm schreitend, sinken. Die Hände gehen an die Hüfte, öffnen sich nach außen, das Gewicht kommt nach vorne, locker in den Armen, in den Schultern. Gewicht ganz nach vorne, die Hände schließen vor die Mitte, den hinteren Fuß dazu holen. Den Schritt nach rechts sinken, den rechten Fuß aufsetzen, behäbig der Schritt des Bären, die Hände zurück zur Hüfte öffnen, nach vorne kommen, gesetzt, innerlich flink und geschmeidig, wach, die Hände schließen zur Mitte, den hinteren Fuß ranholen. Den Schritt nach links sinken, aufsetzen, etwas tapsig, öffnen, nach vorkommen, schwankt auch ein bisschen, schließt zur Mitte. Ein Sinken, die Achse nach rechts wenden, einen Schritt nach rechts, zurückziehen bis zu den Hüften. Öffnen, nach vorkommen, entspannt, arglos, ist der Bär ganz gesetzt. Die Hände zurück vor die Mitte, mal nach links, setzen, zurückziehen zur Hüfte, im Kreisbogen nach vorkommen, Fülle ins vordere Bein, Fuß ranholen, zur Mitte schließen. Schritt nach rechts sinken, den Fuß setzen, ein Zurückziehen, öffnen, im Kreis vorkommen, zur Mitte sammeln, stehen. Sich anlehnen und wieder setzen, der zweite Schritt, die rechte Hand kommt über die linke. Die Achse nach links, Schritt nach links, ein Sinken, ein Verdichten nach rechts und vom rechten Fuß zum linken sich entfalten. Er lehnt sich an, Rücken stabil, Füße stabil, die rechte Hand vor der Hüfte, die linke nach vor, sich wieder setzen. Die Achse ganz nach links, die Hände kommen zusammen, den Fuß ranholen, ein Öffnen, die Weite und wieder sammeln, die Bärenfaust vor der Mitte, links über rechts, Achse nach rechts, den Schritt setzen, zurück ein Verdichten zum linken Bein, dann
von links nach rechts vorne sich entfalten. Kräftig steht er da, Spiel in den Hüften, zusammenkommen, den hinteren Fuß ranholen, öffnen der Hände, rechts über links, sammeln. Schritt nach links, zurücksitzen, im Schnee das Brummen des Bären, als ob Kälte und Frost nicht wären, des Eises Scholle zerschellt. Fuß ranholen, beide Füße haben das Gewicht, öffnen. Links über rechts, sinken, Achse nach rechts, Schritt, verdichten zum linken Bein, dann sich nach rechts wenden, öffnen, steigen, Wurzeln, zusammenkommen, Kreis. Schritt nach links, sitzen. Ein zurück, sinken, vorkommen. Rechts dazu. Links über rechts. Sinken auf dem linken Bein. Schritt, verdichten, entfalten nach rechts. Linke Hand dazu, linken Fuß holen. Übung des Bären beschließen, die Hände kommen an die Seite der Beine. Das Spiel des Kranichs. Der Kranich ist der Meister des Fliegens. Jeder Windhauch bewegt seine Federn. Wir legen unsere Hände übereinander mit einem Fingerbreit Abstand vor den Unterbauch, vor das Santien, die linke Hand näher am Körper. Wir verteilen unser Gewicht auf den rechten Fuß, sinken, drehen ein wenig nach links und für den Schritt des Kranichs setzen wir links den Vorderfuß auf. Die Handflächen wenden sich nach vorne und zur Seite. Der Kranich breitet seine Flügel aus. Die linke Ferse aufsetzen, das rechte Bein heranholen, die Hände schließen. Schritt nach rechts, das Gewicht auf das linke Bein, sinken, drehen nach rechts, den rechten Fuß vorsetzen. Die Arme entfalten sich zur Seite, der Blick ist klar und weit. Rechte Ferse, rechten Fuß aufsetzen, linkes Bein heranziehen. Schritt nach links. Gewicht auf das rechte Bein, Schritt nach links. Der Körper streckt sich, dehnt sich in alle Richtungen. Ruhehaltung. Und wir schließen. Schritt nach rechts. Sorglosigkeit, innere Zufriedenheit. Ruhehaltung. Wir schließen. Noch zweimal Schritt nach links. Der Blick geht in die Ferne, doch nichts betrachtend. Und beim Schließen konzentrieren wir uns auf das Sammeln des Qi im Dantian. Schritt nach rechts. Nach einem Gewitter glitzert das Gefieder des Kranichs im Sonnenlicht. Wir schließen. Für die zweite Form werden die Handgelenke übereinander gelegt. Wir machen wieder einen Schritt mit dem Vorfuß schräg nach links und öffnen jetzt mit schneidenden Handkanten. Die Hände wenden sich zur Seite, die Handflächen nach oben. Der Kranich steigt, die Finger gelangen bis in Ohrhöhe. Wir schließen. Die linke Hand näher über allen.
Schritt nach rechts. Der Kranich entfaltet sich bis in die Flügelspitzen. Schließen. Rechte Hand über der linken. Und nach links ein Schritt. Der Kranich schwebt hoch in den Lüften. Doch kieferngleich ist er fest verwurzelt. Schließen. Drehen, sinken, Schritt nach rechts, schneidende Handkanten zur Seite wenden, steigen, leicht wie spielende Wellen und beim Schließen, als ob die Arme durch Wasser streichen. Noch zweimal, der Schritt nach links. Schließen und nach rechts. Keine Enge spüren. Der Kranich tanzt für alle, die reinen Gewissens sind. Beim Schließen kommen unsere Hände in die Ausgangsposition zurück. Spiel des Tigers. Gewicht nach rechts verlagern, die Achse nach links drehen. Die Finger krümmen zu Tigerkrallenkraft. Kraftvoller Schritt nach links. Gewicht nach vorne verlagern, die Hände gleiten nach vorne zur Seite. Innehalten, der Rumpf ist gereckt. Lockern, die Hände im Kreisbogen vor den Unterbauch führen. Tigerkrallenkraft entwickeln. Schritt nach rechts, kraftvoll, einen Abdruck im Granit hinterlassen, Gewicht nach vorne verlagern, öffnen. Der Tiger hat eine nach vorne stürmende Kraft, die Gestalt ist majestätisch. Lockern, Hände im Kreisbogen vor den Unterbauch führen. Schritt nach links. Gewicht nach vorne verlagern, öffnen, Zehen greifen an den Boden, der Blick ist klar und furchtlos. Lockern, die Hände zum Unterbauch führen. Nach rechts. Gewicht nach vorne verlagern, die Bewegungen ohne Eile. Der eigenen Kraft und Stärke gewiss. Lockern, Hände zurückführen. Schritt nach links. Der Schritt des Tigers. Lockern, Hände zur Mitte führen. Noch einmal nach rechts, als würde der Schritt wie durch Schlamm oder Wasser gehen, entfalten, innehalten, verdichten. Der Tiger zeigt seine Macht. Der Schritt noch breiter, noch kraftvoller. Steigen des Körpers, Öffnen der Hände. Das Becken sinkt, die Tigerpranken haben eine nach unten drückende Kraft. Lockern. Hände nach vorne führen, nach vorne schließen und die Hände im Kreisbogen nach unten führen. Tigerpranken formen. Schritt nach rechts. Kraftvoll einen Abdruck im Granit hinterlassen. Steigen, Hände ziehen auseinander, das Becken sinkt. Eine nach vorne stürmende Kraft, die widerstreitende Kraft im unteren Rücken und in den Beinen.
lockern. Nach vorne schließen. Die Hände im Kreisbogen nach unten führen. Schritt nach links. Steigen und öffnen. Nach unten drückende Kraft. Der Tiger ist wild, stolz und tapfer. Es wird eine innere Weichheit und Sanftheit geübt. Lockern. Nach vorne schließen. Tiger pranken. Schritt nach rechts. Steigen, öffnen. Der Tiger zeigt seine Macht. Lockern. Hände nach unten führen. Noch einmal in jede Richtung, nach links. Tiger sein, wie ein Tiger schreien. Wind und Sturm wird bezwingbar. Lockern. Nach vorne schließen. Schritt nach rechts. Entfalten. Die Ruhe des Tigers, wie der klare Mond am Himmel. Nach vorne schließen. Die Hände im Kreisbogen zurück zur Ausgangsposition führen. Das Spiel des Hirschen. Der Körper des Hirschen ist aufrecht, gedehnt, sein Geist ist entspannt. Wir beginnen mit der Form, der Hirsch reckt sich nach vorn. Wir stellen die Hände auf, sodass die Handflächen nach unten zeigen, die Fingerspitzen nach vorne und der Daumen ist leicht angezogen. Das Gewicht kommt auf dem rechten Bein. Wir drehen die Achse nach links, Schritt nach links und wir setzen den gesamten linken Fuß auf. Dann die Handgelenke etwas lockern, hochziehen seitlich am Körper in Achselhöhe nach vorne. Der Hirsch reckt sich nach vorn. Ruhehaltung. Und dann lockern, die Hände kommen zurück zum Körper, wir ziehen den rechten Fuß heran. Seitlich am Körper mit den Händen bis zur Hüfte. Dann die Handgelenke lockern, Gewicht auf dem linken Fuß, Schritt nach rechts, absetzen. Die Hände kommen seitlich hoch, der Gallenblase Leitbahn entlang und nach vorne. Das Gewicht ist mehr auf dem rechten Fuß, Ruhehaltung. Der Blick ist weit und klar. Lockern und zurück zum Körper, der linke Fuß wird herangezogen. Handgelenke lockern, Gewicht auf rechts, drehen nach links, Schritt. Hände hoch seitlich und nach vorne. Die Ellbogen sind locker, entspannt. Heranziehen und nach unten. Wenn die Hände nach unten kommen, haben die eine leicht drückende Kraft nach unten und wir richten uns dabei auf. Handgelenke lockern, Gewicht auf links, Schritt nach rechts. Absetzen, Hände seitlich am Brustkorb hoch und nach vorne. Seine Kraft in den Fingern nach vorne und eine Kraft im Rücken nach unten. Zusammenkommen,
Machen noch zwei Schritte. Handgelenke lockern, Gewicht auf rechts, Schritt nach links. Der Hirsch reckt sich nach vorn. Gewicht auf links, Schritt nach rechts. Hände kommen zurück zum Brustkorb, zieh den linken Fuß heran. Wir gehen in die Ausgangsposition zurück, Handgelenke etwas lockern. Und zur nächsten Form, das heißt, der Hirsch wendet seinen Kopf. Wieder die Hände so aufstellen, dass die Handflächen nach unten zeigen, Fingerspitzen nach vorne, etwas lockern, Gewicht auf dem rechten Bein, drehen nach links, Schritt nach links, Hände kommen hoch, seitlich am Körper, wie bei der letzten Form und nach vorne, der Hirsch reckt sich nach vorn und dann formen wir ein Fallhand mit der rechten Hand. Daumen kommt auf Ringfinger und Kleinfinger und auf einer Bogenlinie bis zur Hüfte. Ruhehaltung. Dann das Fallhand lockern, hochbringen und nach vorne und den rechten Fuß heranziehen. Hände lockern. Gewicht auf links, Schritt nach rechts. Pfeilhand auf der linken Seite, auf einer Bogenlinie bis zur Hüfte. Wir schauen etwas nach links und in die Weite. Pfeilhand lockern, hochziehen und nach vorne. Und heranziehen. Handgelenke lockern, Gewicht auf rechts, drehen nach links, Schritt, absetzen. Wir ziehen die Hände nach oben bis zur Achselhöhe nach vorne. Der Hirsch, er fegt. Wieder hochkommen und nach vorne. Lockern. Gewicht auf links, Schritt nach rechts. Hände kommen hoch. Der Hirsch, der fegt durchs grüne Gras, der Steppe fort in wilden Lauf. Und steht am Rand des Waldes plötzlich still, nimmt Ruhe auf. Lockern. Die Fallhand kommt nach vorne oder die Hand kommt nach vorne. Noch zwei Schritte. Gewicht auf rechts, Schritt nach links. Fallhand rechts. Lockern. Gewicht auf links. Handgelenke kurz lockern. Schritt nach rechts. Fallhand links. Und wieder seitlich am Körper hochziehen. Gut einsammeln, in die Ausgangsposition zurück, die Hände seitlich am Körper.